Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Video. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Video. Heute will ich mit dir einfach mal über das Thema sprechen, wie du mit anderen Menschen und Kritik umgehst. Denn gerade wenn du in der Umstellung bist, veganer, vegetarischer zu werden, weniger tierische Produkte zu essen, dann gibt es doch oft von Freunden, Bekannten, Familie viele, viele Fragen und manchmal auch kritische Fragen. Oft fühlen sich Leute sogar angegriffen, allein dadurch, dass du jetzt deinen Lifestyle lebst oder deinen Lifestyle änderst. Und ich möchte dir erstmal sagen, dass es ganz normal ist, ja. Also, es ist ganz normal, dass wenn du etwas in deinem Leben veränderst, was, ja, sage ich jetzt mal, ein bisschen abseits der Norm ist, der gesellschaftlichen Norm und auch was außerhalb der Komfort, also vielleicht sogar außerhalb deiner eigenen Komfortzone liegt. Du machst es aber trotzdem. Aber auch was außerhalb der Komfortzone von anderen Menschen liegt, ja, dann ist es ganz normal, dass andere Menschen darauf reagieren werden, weil wir sind einfach, wir Menschen, wir sind soziale Wesen und wenn sich sozusagen, wir sind alle miteinander verbunden und wenn sich ein, ja, einer bewegt in diesem Gefüge, dann müssen sich alle anderen ein bisschen mitbewegen und da, ja, spielt es im Endeffekt auch keine Rolle, ob du, ja, jetzt vegan wirst, ob du sagst, ich mache ein Jahr ein Sabbatical und mache eine Weltreise oder ob du ja, ob du sagst, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und werde digitaler Nomade oder wie auch immer, ja, also ich hatte schon einige Situationen in meinem Leben, wo ich einfach was gemacht habe, was außerhalb der Norm war, was außerhalb der Komfortzone war. Meine eigenen, ich habe es aber trotzdem gemacht und viele andere Menschen. Und jedes Mal war es so, dass andere Menschen darauf reagiert haben. Ja, manche reagieren positiv, finden es klasse, aber es gibt auch immer Menschen, die es einfach nicht verstehen, ja, und die dann auch oft kritisch reagieren. Und das Beste ist erstmal zu verstehen, dass wenn Menschen kritisch dir gegenüber sind oder negativ dir gegenüber sind, ja, dann hat das erstmal nichts mit dir zu tun. Das ist ja eher etwas, was aus ihnen rauskommt, also was bei ihnen nicht stimmt. Und zum Beispiel könnte es sein, dass wenn du sagst, ich kündige meinen Job und gehe einfach ja aufs Blaue raus, ein Jahr auf Weltreise, dann kann es sein, dass der andere das vielleicht auch gerne machen würde, ja, sich aber nicht traut, weil er eben ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat und weil er sich nicht traut, seinen Job einfach zu kündigen oder weil er andere Ängste hat oder andere Gründe, warum er es nicht macht, aber es an sich gerne machen würde. Und du lebst ihm quasi jetzt vor, dass es möglich ist, ja, und es bringt ihn erstmal an seine Grenzen, ja. Und genauso ist es mit der veganen, vegetarischen Ernährung auch, ja. Also du ernährst dich vegan und wenn wir ehrlich sind, also meiner Meinung nach haben die meisten Menschen, wenn du vom Guten im Menschen ausgehst, ja, wie ich das tue, dann haben die meisten Menschen die inneren Werte von Frieden, Gewaltfreiheit. Die meisten Menschen, ja, also die Großteil der Menschen möchten Tiere nicht leiden sehen, ja. Der Großteil der Menschen möchte keine Tiere quälen. Der Großteil der Menschen möchte auch keine Tiere töten, ja. Also das widerspricht an sich der Natur der meisten Menschen, ja. Also wenn du zu ihnen sagen würdest, hey, quäl mal dieses Schwein oder diesen Hund oder töte das, dann würden die meisten Menschen sagen, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht machen, ja. Und das heißt, daran merkst du schon, es geht an sich gegen ihre Werte, ja. Und was dann passiert ist, dass du ihnen quasi vorlebst, dass es eben geht, dass man mit seinen Werten im Einklang leben kann und dass man eben die Sachen nicht unterstützen muss. Ja, sondern sich da rausziehen kann. Und
Ja, und dann kommen natürlich, weil sie das noch nicht möchten oder noch nicht können, die verschiedensten, ja, eben Sprüche oder es wird sich lustig gemacht, ja, oder es wird an dir einfach Kritik geübt, also dass sie dich runterwerten, damit sie selber nicht darüber nachdenken müssen. Und das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass, also als erster Punkt, dass es nichts mit dir und deiner Entscheidung zu tun hat. Du bist gut so, wie du bist. Und das sage ich dir jetzt einfach nochmal ganz gerade raus. Du bist gut so, wie du bist. Und du bist gut so. Es ist super, dass du deine Werte lebst. Und damit bist du schon weiter in deiner persönlichen Weiterentwicklung auch als viele andere Menschen. Und das ist was Gutes, ja. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu verstehen, dass andere Menschen vielleicht noch nicht diesen Schritt gemacht haben und noch nicht so weit sind, vielleicht den auch nie machen werden oder vielleicht gerade im Prozess sind, ja. Und deshalb ist es umso wichtiger, hier richtig mit ihnen umzugehen und ja, sie zu öffnen dafür auch quasi, offen zu bleiben, sich weiterzuentwickeln und was sozusagen eine gute Reaktion ist oder ein gutes Umgehen ist einfach als erste Regel einfach immer positiv und ruhig bleiben. Ja, also rege dich nicht auf, egal was kommt, bleibe ruhig, bleibe positiv, weil, wie gesagt, es hat nichts mit dir zu tun, es hat was mit dem anderen Menschen zu tun. Und das ist erstmal die wichtigste Regel. Und sei einfach ein positives Vorbild für andere. Und das ist das Beste, was du tun kannst, also ein positives Vorbild zu sein für andere und es ihnen vorleben, ja, ihnen vielleicht immer mal wieder leckere vegane Gerichte mitbringen, ihnen immer mal wieder von den Vorteilen erzählen. Ich bin nicht mehr krank, ich fühle mich fitter, meine Haut ist besser geworden. Was auch immer du erfahren hast durch die vegane Ernährung und ich weiß, dass ich habe neulich mal eine Umfrage oder einen Post gemacht, welche Krankheiten hast du geheilt durch die vegane Ernährung? Und wow, ich war so, so beeindruckt über eure Antworten. Also es kamen bestimmt 30 Antworten darauf, was ihr alles geheilt habt durch eine Ernährungsumstellung. Und das ist ja der Hammer. Ja, also das ist der absolute Hammer. Und erzählt einfach positiv von den Vorteilen. Ja. Und natürlich positiv auch davon, wie gut ihr euch vielleicht fühlt, weil ihr eben die Massentierhaltung nicht mehr unterstützt. Und ja, den zweiten Punkt, den ich dir heute mitgeben will, ist einfach, sei empathisch den anderen Menschen gegenüber. Also fühle dich da rein, wo der vielleicht gerade steht und versuche auch dem seine Sicht zu verstehen. Und versuche dich nicht mit dem zu argumentieren auf einer Argumentationsebene, weil das wird nicht viel bringen. Ja, dann kommt ihr nur in den Konflikt. Was besser funktioniert, ist, wenn du dich auf einer Werteebene mit ihm erstmal verbindest. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich damit meine. Also zum Beispiel, ich rede mit einem Freund von mir und sage ihm, hey, ja, ich lebe jetzt vegan. Und ja, ich fühle mich so gut und es fühlt sich auch so gut an, nicht mehr die Massentierhaltung zu unterstützen, fühlt sich gut an, ja, tierfreundlich zu leben. Und mir geht es besser, ich fühle mich gesünder, ich fühle mich fitter, ich fühle mich einfach klasse. Und er kommt dann daher und sagt, ja, ich würde das auch gern machen, aber mir schmeckt das Fleisch ja so gut, ja. Oder mir schmeckt der Käse ja so gut. Und das ist einfach erstmal was, darüber kannst du nicht argumentieren, ja? Und was dann aber gut ist, sich erstmal auf einer Werteebene sich zu verbinden. Und was ist der Wert dahinter? Hinter das schmeckt mir halt so gut, ist, ich will mein Essen genießen und ich möchte essen, das mir schmeckt und das ich genießen möchte. Und dann kannst du zum Beispiel dich erstmal mit ihm auf einer Werteebene verbinden und sagen, ja, das kann ich gut verstehen. Ich bin der totale Genießer. Ich möchte auch total gern, dass mir mein Essen schmeckt. Ich kann es total verstehen,
dass du gerne Dinge essen möchtest, die dir schmecken und dass du dein Essen genießen möchtest. Und somit hast du dich schon mal auf einer Werteebene. Ich möchte mein Essen genießen und ich möchte, dass mein Essen mir schmeckt. Mich mit ihm verbunden, dich mit ihm verbunden, ja? Und dann kannst du einen Schritt weitergehen und sagen, hey, weißt du was, ich habe diesen Beyond Burger neulich entdeckt. Oder ich habe mir neulich so ein geiles Gemüsecurry gemacht mit Kichererbsen. Und das hat so gut geschmeckt. Und du kannst dann zum Beispiel auch sagen, hey, weißt du was, die gleichen Bedenken hatte ich am Anfang auch, als ich umgestiegen bin. Ich hatte auch Angst, dass mir der Geschmack fehlen wird. Ich hatte Angst, dass es mir vielleicht nicht schmeckt, das vegane Essen. Aber ich habe festgestellt, es gibt so viele tolle vegane Rezepte. Und erst gestern habe ich das und das gegessen und es war so lecker. Und überhaupt habe ich das Gefühl, dass ich ganz neue Geschmäcker und ganz neue Rezepte und ganz neue Arten zu kochen kennenlerne dadurch. Ja, also ich habe das Gefühl, mein Horizont hat sich total erweitert und mein Geschmack, ich habe eine Geschmacksexplosion nach dem anderen. Und wenn du so anfängst, ja, dass du dich erst auf einer Werteebene mit diesem Menschen verbindest, ja, und dann ihm quasi eine Lösung präsentierst, die diesem Wert, der dahinter steckt, ja, also wenn jemand sagt, mir schmeckt's halt so gut, das Fleisch und das Käse, steht der Wert dahinter, ich möchte mein Essen genießen und ich möchte, dass mein Essen mir schmeckt. Ja, das ist der Wert, der dahinter steht. Und an diesem Wert ist erstmal nichts Verwerfliches dran. Also ich möchte auch mein Essen genießen und möchte, dass mein Essen mir schmeckt. Und dann fängst du an, ihm zu sagen, hey, das war auch vielleicht eine Angst, die ich hatte. Das war auch ein Bedenken, das ich hatte. Und dann habe ich aber entdeckt, es ist gar nicht so. Ja, es ist, ich kann mein Essen genauso gut vegan genießen. Und es ist viel mehr als nur Salat essen. Ja, und dann, was dann passiert, wenn der Mensch offen ist, ja, dass er neugierig wird und dass er sagt, ah, das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Ich denke mal drüber nach. Kannst du mir vielleicht ein paar Rezepte mal geben? Ich möchte es auch gerne mal ausprobieren. Und damit erreichst du, dass jemand sich öffnet, ja, dass sich jemand öffnet für die Möglichkeit, dass es auch noch was anderes geben könnte, außer Fleisch und Käse, das ihm schmeckt und was er sein Essen genießen kann. Und ja, das ist einfach das Wichtigste, ja, also dass du da nicht gleich zumachst und sagst, dein Geschmack, also dass du eben quasi, weil viele argumentieren so, auf Fleisch schmeckt halt so gut und dann sagen sie, ja, aber die Tiere, die leiden ja so deswegen. Und dann hast du ihn nicht abgeholt, ja, dann hast du nicht diesen Menschen abgeholt, wo er steht. Dann argumentierst du was ganz anderes, als er gerade, wo er gerade ist, ja, weil in diesem Moment ist sein Wert, ich möchte mein Essen genießen. Und mir schmeckt das, also ich möchte, dass mir mein Essen schmeckt, ist für ihn wertvoller oder spielt für ihn höher, als dass die Tiere leiden. Ja, sonst würde er es ja nicht machen. Und deshalb nützt es gar nichts, dass du ihm dann vor zum Beispiel erzählst, wie die Tiere leiden oder wie es das Klima schädigt oder was auch immer ihm da irgendwie durch andere Weisen ein schlechtes Gewissen machst. Sondern es ist erstmal wichtig zu verstehen oder dass du dich da reinfühlst, was ist der Wert dahinter, hinter dieser Aussage, ja, was ist ihm wichtig, ja, was möchte er gerne haben in seinem Leben und dass du dann darauf eingehst, dich erst mit ihm darauf verbindest und da darauf eingehst und ihm eine Geschichte dazu erzählst, wie es dir vielleicht selber ging und wie du das für dich gelöst hast, dieses Dilemma, ja. Und so willst du eben erreichen, dass Leute dir zuhören, dass Leute neugierig werden und dass Leute sich der Idee einer fleischloseren, freieren Ernährung öffnen. Und ja, du wirst feststellen, dass wenn du hier zuhörst, also aktiv zuhörst erstmal, was seine
Bedenken sind, was deine Fragen sind. Und dann überlegst, okay, was ist der Wert dahinter? Und daraufhin argumentierst und dich da mit ihm verbindest, wirst du feststellen, dass du ganz, ganz andere Gespräche hast. Ja, also du wirst ganz andere Gespräche führen mit Menschen, wenn du diese Art der Kommunikation berücksichtigst. Und ja, der dritte Punkt, der einfach, fand ich, bei mir sehr, sehr wichtig war, ist ein paar Argumente zu wissen. Ja, also gegen so die Typen, also weil viele Menschen, leider, reden einfach nur nach, was sie vielleicht irgendwann mal gelesen haben. Ja, also, weiß ich nicht, Löwen essen ja auch Fleisch. Okay. Ja, also das sind halt solche Argumente. Und was da ganz gut ist, was mir da sehr geholfen hat, ist, mir wirklich da mal ein paar Sachen durchzulesen. Ich kann dir zum Beispiel die Seite von der Artgenosse, heißt der, empfehlen. Der macht tolle Videos und nimmt da eben solche Argumente auseinander. Oder der Graslutscher, der macht auch tolle Videos und Post dazu. Such die einfach mal auf YouTube, auf Facebook. Earthling Ad hat auch ganz tolle Argumente und es ist einfach, ist einfach gut, auf ein paar Sachen wirklich so ein paar schlagfertige Antworten zu haben, weil manchmal bist du schon auch perplex. Also mir geht's manchmal so. Ich hatte einmal eine Situation, möchte ich dir einfach mal kurz erzählen. Also es gibt ja diesen Spruch, vielleicht kennst du den auch, Pflanzen haben ja auch Gefühle. Ja. Und ich habe immer gedacht, das wäre ein Witz. Also ich habe immer gedacht, okay, das ist halt ein Witz, dass es jemand halt mal da drunter schreibt als auf einem Post, als Provokation oder als irgendwie als Witz. Ja, ich habe das ehrlich gesagt nicht ernst genommen. Also, weil das für mich so weit weg ist. Natürlich, Pflanzen haben kein Nervensystem und so weiter und so fort. Du kannst Pflanzen nicht mit Tieren vergleichen, ja. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich mal bei einem Abendessen saß, mit Freunden und mit Freunden von denen, also mit Leuten, die ich nicht kannte. Und wie es halt manchmal so ist, wenn du beim Essen sitzt und dir dann quasi was Veganes bestellst oder was eben was anderes bestellst als alle anderen, dann fällt es halt so ein bisschen auf. Und dann wurde ich halt gefragt von die neben mir gesessen ist, kannte sie nicht, ja, warum isst du denn was anderes und so weiter und so fort. Und da habe ich halt gesagt, ja, ich lebe halt vegan. Und dann hat sie tatsächlich gemeint, also voll im Ernst, ich finde das ja an sich gut, aber hast du denn kein schlechtes Gewissen? Weil Pflanzen haben ja auch Gefühle. Die Pflanzen meinen ja auch, wenn du sie isst. Ja. Und ich war im ersten Moment ein bisschen sprachlos, weil sie hat das wirklich, wirklich vollkommen ernst gemeint. Und es war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, krass, dass das jemand wirklich ernst meint, ja. Und natürlich kann ich dann argumentieren mit Pflanzen haben kein Nervensystem, Tiere schon, Tiere haben offensichtlich ein Schmerzempfinden, Pflanzen nicht, ja. Aber was ich dann gesagt habe und was ein viel besseres Argument war, und das ist einfach dadurch entstanden auch, dass ich mich natürlich mit der Materie beschäftige und auch so ein paar Argumente auch immer wieder lese. Und ich habe einfach gesagt, weißt du, wusstest du, dass für ein Kilo Fleisch 7 Kilo Getreide verbraucht werden als Ressourcen, ja. Das heißt, wir könnten, wenn wir, durch das Essen von Fleisch werden ja viel mehr Pflanzen sozusagen gegessen, als wenn ich die Pflanzen direkt esse, ja. Also das heißt, wenn du für den Schutz von Pflanzen bist, ganz abgesehen davon, dass der Regenwald abgeholzt wird für die Sojaproduktion, für die Fleischproduktion wieder. Wenn du quasi dafür bist, Pflanzen zu schützen, ja, gerade dann solltest du eine vegane Ernährung in Betracht ziehen, weil
die pflanzlichen, also irgendwas müssen wir ja essen. Wir können ja nicht von Luft und Liebe leben, ja? Zumindest nicht sehr viele Menschen. Und wenn du daran interessiert bist, Pflanzen zu schützen, wenn du daran interessiert bist, möglichst ressourcenarm, möglichst wenig Pflanzen zu ernten und zu essen, gerade dann solltest du eine vegane Ernährung in Betracht ziehen. Weil wenn wir den Umweg gehen, dass die Pflanzen erst an die Tiere verfüttert werden und wir sie dann die Tiere essen, ne, dann isst du faktisch also verbrauchst du viel mehr Pflanzen. Und das war was, das war ihr nicht bewusst. Und dann hat sie gesagt, du hast recht, das stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und dann war sie glücklich damit. Ja, also es ist halt manchmal oft in den Köpfen der Leute vieles, viele, viele Mythen auch drinnen. Auch zum Beispiel, was Milchproduktion angeht, ja, also es sind eben, gibt eben diese Gerüchte, Kühe platzen dann, wenn man sie nicht melkt und man muss die doch melken und die geben halt einfach Milch, weil sie einfach Milch geben, ja. Und ich muss zugeben, auch mir war das lange nicht bewusst, ja, also bevor ich mich damit beschäftigt habe, ja, also als ich aufgewachsen bin, es redet ja keiner drüber, ja, also du gehst einfach davon aus, die Kühe geben einfach Milch und das war's, ja, dass da ein ganzer Prozess dahinter steht, dass die erstmal ein Baby haben müssen, wie jedes Säugetier auch, das wird dir eben erst bewusst, wenn du dich da mit der Materie besser beschäftigst und ich habe mich dann, als ich vegan wurde, sogar mal mit einer Freundin unterhalten, die Medizin studiert hat zu dem Zeitpunkt und die dann auch wirklich zu mir gesagt hat, weißt du, Melanie, ich komme mir echt blöd vor. Ich studiere Medizin und es ist mir ja eigentlich klar, dass alle Säugetiere, inklusive der Mensch und alle Tiere, nur Muttermilch geben, wenn sie ein Baby hatten. Aber trotzdem habe ich irgendwie gedacht, dass Kühe halt einfach Milch geben und dass man die melken muss, sonst geht's denen nicht gut. Ja, also da siehst du, wie krass. Es ist natürlich eine riesen Lobby, eine Fleischlobby, eine Milchlobby, die dahinter steht und diese Mythen auch aktiv natürlich spinnt und in unsere Köpfe einpflanzt. Ja, und da ist es eben wichtig, wirklich auch mal zu erklären, hey, das ist eben nicht so. Ja, also eine Kuh ist ein Säugetier. Sie gibt einfach nicht einfach Milch, einfach so. Ne? Sie gibt Milch, weil sie ein Baby hatte. Dafür muss sie künstlich besamt werden. Dann hat sie ein Baby da. Dann muss ihr das Baby weggenommen werden, weil sonst trinkt ja das Baby die Milch und nicht wir. Und erst dann gibt sie Milch. Ja, also. Auch da ist es wichtig, einfach mal den Prozess zu erklären, der dahinter steht. Ja, und deshalb ist mein dritter Tipp sozusagen: Sei informiert, lese dich einfach mal ein bisschen ein in die gängigsten Argumente und in die gängigsten, ja, in die gängigsten, sage ich jetzt mal, Fragen und Kritikpunkte. Und wenn dich jemand fragt, neugierig, ja. Also wenn jemand total böse ist und nicht nett zu dir ist, dann, also ich mach so, mit dem rede ich nicht. Ja, also für so ein Gespräch bin ich wie Tobias Fex, den kennst du vielleicht, für so ein Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Ja, also da gehe ich einfach weg und reg mich da auch nicht drüber auf, sondern mit solchen Leuten möchte ich einfach dann nicht diskutieren und nicht drüber reden. Ja, also wenn jemand total negativ und kritisch ist. Aber das passiert tatsächlich sehr, sehr selten. Und was aber viel öfter passiert, ist, dass Menschen wirklich Interesse haben, neugierig sind, Fragen stellen und wirklich, wirklich auch interessiert sind, da eine Antwort zu bekommen, ja, und deine Gründe zu erfahren und auch vielleicht zu erfahren, was sich bei dir geändert hat und warum du das machst und warum das cool ist, dass du es machst, warum ja das der beste Lifestyle ist. Und ich erzähle dann immer Leuten, die mich fragen und die neugierig sind, ja, warum
warum das für mich der beste Lifestyle ist und warum es sich wirklich, wirklich lohnt, das einfach mal auszuprobieren. Ja, und so auf diese Art und Weise sind tatsächlich schon sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld vegan geworden. Einfach dadurch, weil ich versuche, ein positives Vorbild zu bleiben, weil ich den Raum offen halte, weil ich auch empathisch versuche, die Leute zu verstehen, da auf einer Ebene mit ihnen zu reden, die sie auch verstehen können und wo ich auch versuche, ihre Sichtweise zu verstehen, ja. Also nicht gegeneinander, sondern miteinander sich zu verbinden. Ja. Ja, und ja, weiterhin, was ich vorher schon gesagt habe, Liebe geht ja durch den Magen. Oft ist es gut, gar nicht so viel zu reden, sondern einfach mal ein leckeres veganes Gericht auf den Tisch zu bringen oder zu sagen, hey, probier doch mal von meinem Gericht hier. Ich habe hier was echt Leckeres. Und so die Leute, die Menschen langsam daran, da hinzuführen, ja. Und genau. Ja, hast du denn noch Fragen dazu, zu diesem Thema, wie du am besten mit Kritik und kritischen Leuten umgehst, dann sende die gerne auch in die Kommentare, auch gerne noch nach dem Webinar. Ich werde die dann auch im Nachgang noch beantworten. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Ich werde auch noch mal in meinem Mentoring-Programm einen extra Punkt haben, wo wir wirklich noch mal intensiv darauf eingehen, wie es einfach möglich ist, auf eine positive, eine offene Art mit Menschen, mit anderen Menschen zu kommunizieren und nicht sozusagen der blöde Spaßverderber Veganer sein, weil das möchte keiner sein, ganz ehrlich. Ich möchte das nicht sein. Ich möchte auch nicht, dass du das bist. Ich möchte, dass du ein positives Vorbild bist, das andere Leute inspiriert, weiterbringt und ja, sie einfach anregt, selber mal neue Gedanken und neue Sachen auszuprobieren und ein bisschen aus ihrer Komfortzone zu gehen und sich weiterzuentwickeln und auch ihnen zu zeigen, wie viel Spaß das macht. Ja, weil es macht unglaublich viel Spaß, es hat unglaublich viele Vorteile. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und bis bald.